Berührungen können Leben schenken, wie man bei dem berühmten Bild hier im Hintergrund sieht. Aber gerade das wird uns ja momentan verwehrt. Wir als Leiterkreis von Gemeinsam für Hamburg und der Evangelischen Allianz wollen uns an euch wenden, gerade im Angesicht der nahenden Gebetswoche, weil wir auch mit ganz vielen Fragen zu tun haben und auch Unsicherheiten, die es bei Christen und Gemeinden gibt, wie wir denn nun Gebet und überhaupt Gemeindeleben gestalten können, angesichts der Corona-Pandemie, angesichts auch der neuen Beschränkungen. Mir ist dabei Folgendes aufgefallen. Man kann ja in dieser Pandemie sich zwischen zwei verschiedenen Polen bewegen. Man könnte sich auf den Standpunkt totaler Sicherheit stellen. Dann wären alle Menschen isoliert, das öffentliche Leben würde brach liegen und irgendwann würde alles wirtschaftlich zusammenbrechen. Das kann nicht die Lösung sein. Denn auch wenn man sagen kann, ja, Menschen sind wichtiger als die Wirtschaft, leben wir Menschen doch von der Wirtschaft. Und dann gibt es den anderen Pol, wo man sich komplett auf den Standpunkt Freiheit stellen könnte. Und wenn wir das machten, dann würden sich Millionen infizieren und zahllose sterben. Und beides geht nicht. Sondern wir müssen einen Weg irgendwo in der Mitte finden. Und ob der Weg vielleicht ein bisschen mehr hier ist oder ein bisschen mehr auf der anderen Seite ist, das ist oft auch Ermessenssache. Und da empfinde ich auch, unsere Bundesregierung, unsere Landesregierungen suchen einen Weg, einen gesunden Mittelweg. Und manches, was dort so lange dauert und was wir vielleicht auch als Heckmeck empfinden, das ist auch dem Umstand geschuldet, dass keiner genau weiß, was ist die optimale Lösung, sondern man ringt um einen verantwortlichen Weg. Das Gleiche sehe ich auch bei Gemeinden. Auch in Gemeinden gibt es Diskussionen, wollen wir mehr auf Sicherheit, wollen wir mehr auf Freiheit setzen? Und Gemeindeleitungen haben die herausfordernde Aufgabe, einen verantwortlichen Weg zu finden, der die Nachteile beider Seiten meidet und die Vorteile möglichst zum Tragen bringt. Im Hinblick auf die Gebetswoche, die vor uns liegt, wollen wir euch deshalb keine Empfehlungen geben, schon gar nicht irgendwelche Vorschriften machen, sondern wir wollen betonen, lasst uns als Christen in Einheit zusammenstehen. Lasst uns auch diese Spannung aushalten, dass es vielleicht Christen, Gemeinden, Kirchen gibt, die mit der Pandemie anders umgehen, die Sachen auch in ihrem praktischen Gemeindeleben anders lösen. Lasst uns absehen von Verurteilungen, von Schuldzuweisungen, letztlich auch von Gemecker gegen die Politik, sondern lasst uns zusammenstehen in Einheit. Und auch beten, gerade in dieser Woche, beten für unsere Leiter, auch die Leiter in unserem Land, die Politiker. Diese Leute brauchen unser Gebet, sie brauchen Weisheit von Gott, damit sie gute Entscheidungen treffen können. Und wir als Christen wollen das unterstützen durch unser Gebet, damit wir als Land durch die Pandemie kommen, aber damit wir auch als Christen und Gemeinden und Kirchen in einer guten Weise dadurch navigieren können. Dafür wollen wir beten und das wünsche ich euch für dieses Jahr.